Herzlich willkommen bei der Kaiser TV Radioshow. Begrüßen Sie mit mir unseren Gastgeber, Gunnar Kaiser. Hallo und Moment. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind wir aber live. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute habe ich zu Gast Lars Hartmann. Ich bin besonders froh, dass wir es mal geschafft haben, jetzt nämlich live hier ein Studiogespräch hinzubekommen. Wir haben ja schon viel miteinander geschrieben und über Bücher geschrieben und uns viel auf Facebook unterhalten. Lars, schön, dass du da bist. Ja, es freut mich auch, dass ich von dir eingeladen wurde. Ja, ihr im Chat, ihr könnt bitte sagen, wie die Audioqualität ist, bitte. Ich hoffe, es ist alles gut zu hören und wir sind nicht unterschiedlich laut. Ich versuche es ein bisschen anzupassen. Ja, ihr habt schon gesehen, ich hoffe, ihr seht es. Martin Lichtmeß, Caroline Sommerfeld mit linken Leben und Per Leo, wie heißt der? Matthias Steinbeiß? Matthias Steinbeiß. Und Daniel Pascal Zorn mit rechten Reden. Das sind unsere beiden Bücher, über die wir sprechen in der nächsten halben Stunde. Das hat schon Maximilian Steinbeiß. Ah, Maximilian Steinbeiß. Wir wollen ja da auch korrekt sein. Also, das hat eine kleine Vorgeschichte. Wir haben also uns vor ein paar Wochen so drüber unterhalten, nachdem das mit der Frankfurter Buchmesse so eskalierte, was rechte Verlage anging, vor allem den Antaios Verlag und die Versuche von der Gegenseite, das zu unterbinden oder überhaupt mit denen zu sprechen. Und wir haben im Grunde genommen gesagt, wenn wir uns mal deren Texte angucken, was kann man denn da wirklich argumentativ rausholen, widerlegen, kritisieren, wenn wir das ernst nehmen, da in den Diskurs zu gehen? Und haben gesagt, okay, dann nehmen wir uns mal ein Buch vor. Wir sind dann gleich auf eins der neuesten Erscheinungen aus dem Antaios Verlag gekommen. Martin Lichtmeß, Caroline Sommerfeld mit linken Leben. Und da muss man gleich sagen, dass das im Grunde genommen, könnte man sagen, eine Art Reaktionsbuch ist auf das Buch, was im Klett-Cotta Verlag erschienen ist, mit rechten Reden, ein Leitfaden eben von Leo Steinbeiß und Zorn. Also dieses mit rechten Reden ist im Grunde genommen die Vorlage, oder da ist jemand in Vorlage gegangen, und mit linken Leben soll ein bisschen die Reaktion darauf sein. Ja, was haben wir so vorher so zusammenfassend gesagt bei unseren Facebook-Kommentaren? Was war da so dein Fazit, Lars? Also mein Fazit war eigentlich, dass mit linken Leben doch eher ein Buch für die eigene Zielgruppe ist. Für Linke eigentlich wenig geeignet, außer man will wissen, wie der Gegner tickt. Das wollen sicherlich moralisierende Linke gar nicht wissen. Während so bei mit rechten Reden ist durchaus für beide Seiten und auch für Nicht-Rechte und Nicht-Linke interessant sein kann zu lesen, weil dieses Buch viel weniger starke Verortungen vornimmt. Ja, ganz genau. Das ist schon sehr interessant, dass mit rechten Reden erstmal mit dieser Definition vorgeht. Also wir sind zwar Leute, die sich darum kümmern, ob man mit Rechten reden soll, wie man mit Rechten reden soll oder warum man nicht mit Rechten reden soll, aber das heißt nicht, dass wir Linke sind, sondern sie verorten sich sogar teilweise ganz unterschiedlich, ne? Genau, genau. Also sagen ja auch, wir sind Grüne, wir sind im Teil noch einige Positionen, auch in der Kritik. Und das ist also insofern ein Pluralismus, auf den das Buch hinaus will. Und das macht es angenehm erfrischend. Und das finde ich jetzt so bei mit linken Leben nicht. Wobei das Buch jetzt nicht ganz so schlecht ist. Es gibt ein paar Teile, die interessant auch sind. Darüber kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ja, ganz genau. Also wobei ich noch eins sagen muss, mit linken Leben ist zwar eine Reaktion auf den Titel des Buches, aber nicht auf den Inhalt. Also die Lichtmeß und Sommerfeld wussten, dass dieses Buch erscheinen wird, wussten aber meines Wissens nicht, was drin vorkommt. Und das merkt man auch. Also der Lichtmeß geht dann auch mehr auf Daniel Pascal Zorns Logik für Demokraten ein. Ja. Aber ganz eigentlich genau. Gar nicht auf das Buch mit rechten Reden.
Ja, und während sich Leo Steinbeiß und Zorn, also in dem Buch Mit Rechten reden, selber eher so als Nicht-Rechte verorten und sagen, wir sind das Einzige, was uns gemeinsam ist, ist, dass wir uns eben nicht als rechts sehen, sagen eben Lichtmess und Sommerfeld schon, doch, wir sind rechts und wir wollen das auch als, wir wollen das auch propagieren und wir wollen das auch wieder in ein rechtes Licht drücken, sozusagen. Also es ist wie so eine Art, ja, was heißt das, Whitewashing, kann man das sagen? Also ein Versuch, das Rechte, was in Deutschland ja nicht nur eben eine Positionsbezeichnung ist, sondern gleich assoziiert wird mit Böse und Nazi, das wieder in eine, ja, vielleicht zu normalisieren. Ja, das ist sicherlich ein Aspekt ist, aber ich würde es gar nicht normalisieren eigentlich nennen, sondern eher, dass es sozusagen die Diskurshegemonie einer bestimmten, eines liberalen oder auch linken Milieus gebrochen werden soll. Also als Normalisierer, glaube ich, stellen die sich gar nicht hin. Die würden wirklich explizit sagen, wir sind rechts, wir sind keine Nazis, da grenzen sie sich klar von ab. Ja. Sie positionieren sich da schon deutlich. Ja, also wir sind rechts und das ist auch gut so, ne? So könnte man das deren Position zusammenfassen. Also erstmal ihren Angriffspunkt. Ja, du hast schon gesagt, linksliberaler Mainstream mit diesem, ja, mit dieser Art Kulturhegemonie soll gebrochen werden. Wenn ich dich da. Whitewashing ist rassistisch, sagt schon Flat Eddie. Ja, du hast recht, mein Begriff war sicher falsch. wenn ich dich richtig gelesen hatte beim letzten Mal, sagtest du, dass dir das zu allgemein oder zu pauschal ist, den Mainstream als linksliberal abzukanzeln und sich selber eben so als Outlaw und als, als Underdog darzustellen, wie Lichtmess und Sommerfeld das machen. Habe ich dich richtig verstanden? Da? Genau, das ist das Problem in diesem Buch mit linken Leben, das sehe ich in den Pauschalisierungen der direkten Gegnerschaftssetzung. Es ist also im Grunde alles, was nicht für die ist, ist für die Links und das ist natürlich Quatsch, weil es gibt ein liberales, es gibt auch ein konservatives Milieu. Ich selbst würde mich auch gar nicht verorten und da macht es sich das Buch zu einfach im Aufbauen der Gegnerschaft oder der Feindschaft sogar. Mhm. Das würde ich schon mal an diesem Buch kritisieren. Ja. Sie schreiben also, jetzt hier Lichtmess und Sommerfeld, dass Linkssein der Normalfall sei. Also vor allem in Deutschland, wenn man sich irgendwie politisch, wenn man politisch erwachsen wird und sich verortet, dann ist man erstmal links und normalerweise kommt man da auch nicht so schnell raus, weil es eben auch bedeutet, sich ja vom Mainstream abzukoppeln und auch nicht mehr in irgendwelche Talkshows eingeladen zu werden oder dass der Blog anrüchig gilt und der Ausnahmefall wären dann eben so Leute wie Frank Böckelmann oder wen haben wir noch, wen nennen die da noch, also die vorher links waren oder Armin Mohler und die dann explizit rechts geworden sind, aber das ist ja tatsächlich der Ausnahmefall. Ich glaube, dieses Milieu, was die Autoren beschreiben, ist eher eins, was auf Universitäten sehr stark anzutreffen ist, dort sicherlich auch eine Hegemonie hat, also zumindest im öffentlichen Diskursraum, ob sie dann auch objektiv wirklich die Stärksten sind und das sozusagen die meistbietenden, das würde ich mal bezweifeln, dass viele sind einfach ruhig und halten ihre Klappe, weil sie an den Unis von diesem Gerede, die eigentlich die Nase voll haben. Ich gehörte auch zu denen, diese ganzen Asta-Geschichten, das hat mich irgendwann, ich bin da nur noch dran vorbeigegangen. Also ich denke, da gibt es eine große schweigende Mehrheit. Insofern bauschen Lichtmess und Sommerfeld das Problem, glaube ich, ein wenig auf. Also da kommt der Gegner zu stark in die Kontur. Natürlich gibt es diese Leute, gerade auch in den Blasenwelten auf Facebook kann man das immer wieder beobachten. Aber ob die wirklich so stark sind, ja. Vor allem was das Machtpolitische betrifft, da sehe ich das doch ein bisschen anders. Also selbst mit den Grünen, die dann irgendwann 1999 an die Regierung mitkamen, wir haben dadurch keinen Linksruck. Also das
Ja. Das würde ich in den öffentlichen Diskursen so nicht sehen. Wenn ich Leute wie Ulf Poschardt angucke, Herzinger, das sind dennoch eigentlich eher Ja, liberal-konservative gut, da ist Gestalten, ne? die Welt und die FAZ vielleicht noch die beiden Ausnahmeblätter, könnte man sagen, also die wirklich Ja. im Mainstream sind. Also würde dir auch recht geben, sie ziehen da so auch einen Gegner auf, wobei sie schon in einem der ersten Kapitel sagen, niemand ist nur links oder nur rechts, das ist schon Genau. ein Pappkamerad, den wir hier aufziehen, vielleicht auch aus so einer Art Reaktion heraus, naja, wir werden auch immer, hier wird auch immer der Strohmann aufgebaut, wir würden direkt irgendwie in Polen einmarschieren, nur weil wir, und dann kommt ja schon eine schöne Liste von Haltungen, die der Rechte hat und mit denen man Linke triggern kann, ab der Seite 51. Das Genau. sind schon sehr, es ist eine lustige Liste, weil sie teilweise sind sie ein bisschen lustig, teilweise sind sie auch, wo ich sagen würde, ja, da bist du aber auch zu Recht, wirst du angefeindet, wenn du sowas sagst. Ja, was denn, wenn man Transsexuelle für seelisch kranke Menschen Genau. hält, die eher eine Therapie als eigene Toiletten brauchen, wenn man zugibt, dass man sich vor küssenden Männern ekelt, wenn man die Freudsche Psychoanalyse für Unfug hält. Also es ist eine riesige Liste, wo Genau, man. da dachte ich auch, bei diesen beiden, genau die du ansprichst, dachte ich auch, das ist nun, oder diese drei Punkte, das ist nun horrender Blödsinn. Also da, Ja. aber andererseits gibt es Punkte, wo man sie wirklich triggern kann, das stimmt schon. Also Ja. das ist, Ja. das ist richtig. Und dann gibt es ja am Schluss des Buches, da würde ich gern wissen, wie du denn dazu stehst, weil du sagst, ja, der Linke wird hier ja so als Boogeyman ein bisschen aufgebaut. Da geht es dann ab Seite 280 über Linke und andere Typen, also die unterschiedlichen Varianten, in denen Linke auftreten. Da gibt es zum Beispiel den Status-Linken, für den gehört es einfach zum Status, dieses Virtue-Signaling und guck mal, was mein Flüchtling alles kann, ne? So, in der Form. Dann der Ressentiment-Linke, die Gefühls-Linke, ist oft dann eine Frau, die sagt, ach, man muss doch Mitleid haben und Herz und Gefühl musst du dabei sein. Und dann gibt es auch eben, und die hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, also neben den Alt-68ern, den Linksintellektuellen, den Ignoranzlinken, der einfach sagt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, aber man ist halt nun mal links. Und wenn mich jemand fragt, also ich weiß zwar nicht, was links sein ist, aber wenn mich jemand fragen würde, aber wenn mich keiner fragt, dann bin ich es halt. So. Ist das nicht so? Also in Schülerkreisen, in bestimmten Szenezusammenhängen, aber selbst diese Leute sind ab einem bestimmten Alter auch weitergebildet und wissen schon, weshalb sie das machen und sie wissen auch, wovon sie reden. Also die Einteilung finde ich schon teils okay, die passt durchaus. Es gibt den Statuslinken, es gibt so eine, ich nenne das mal kulturalistische Linke. Ja. Es gibt den, der im Grunde rechts oder normal konservativ fährt und links ständig blinkt, aber dann doch nicht auf die Überholspur geht. Also ich denke, das linke Spektrum ist sehr breit. Das kann natürlich die kulturalistische Linke da nochmal ganz klar abtrennen von welch Linksradikalen und linker Militanz, die auch das System tatsächlich verändern wollen. Das würde ich sagen, geht bei der kulturalistischen Linken ja eher evolutionär. Ja, also rechts fahren und links blinken, was du gerade gesagt hast, fand ich auch interessant. Das ist ja also auch ein Typ, den Lichtmess und Sommerfeld aufs Korn nehmen. Also derjenige, der im Prenzlauer Berg wohnt und seine Kinder auf eine Privatschule oder ein katholisches Internat schickt und Genau. also eigentlich sehr konservatives Leben führt, aber natürlich nach außen hin politisch fordert, was Linke fordern, was eben bei ihm gar nicht sozusagen ankommt in seinem Milieu, in seiner Filterblase. Und die gibt es ja nun auch, es ist vielleicht auch immer ein bisschen überzeichnet, aber ich glaube, dass die dem Linkssein an sich schon auch schaden, diese Menschen, die das gar nicht, weißt du, die eben nicht im Plattenbau wohnen, weil sie sich damit identifizieren und die nicht, sondern die eben so in einem gutbürgerlichen Altbau wohnen. Ganz genau. Da würde ich auch in meiner Kritik eigentlich einsetzen. Da setzen ja auch aus dem linken, also linksradikalen Milieu, wie man das auch mal jetzt begrifflich
Fest jetzt mal nennen will, setzt ja auch die Kritik ein. Genau die Leute, die ihre Kinder auf die Privatschule schicken, aber gerne natürlich in Kreuzberg wohnen, weil es da so schön gemischt zugeht. Aber Multikurs. In den Schulen will man dann doch nicht sein. Das sind natürlich dann auch wieder, ist das ja auch, ja, Kameraden, die man da aufbaut. Aber so als Idealtypus, als Struktur passt das zum Teil schon. Und es gibt in der Linken eine Kritik, die eben auch versucht, wieder sozusagen dieses Klassenverhältnis hochzuschrauben. Bei den Linken ist das eben dann eher internationalistisch gebaut. Also sozusagen der Proletarier oder der Arbeiter in Mexiko oder in Afghanistan ist genauso Arbeiter wie in Deutschland. Ja. In dieser Systemkritik berühren sich Rechte und Linke natürlich auch, aber eben, ich glaube, der Unterschied ist wirklich das Nationalistische und das Pluralistische im Sinne der Völker halt. Mhm. Also Internationalismus als Stichwort eben. Also die Verdammten der Erde, die aufwachen sollen, deswegen heißt sie auch die Internationale, die sind in allen Ländern, während sie für die Rechten eben, die ja auch teilweise auf die Arbeiter oder kleinen Leute abzielen, Front National ist ja ein gutes Beispiel, ja. Für die ist es eben die eigene Nation, das eigene Land und die Grenzen werden da eben für diese Rechten dicht gehalten. Ne? Ja, ja. Ja, sollen wir mal ein bisschen noch auf mit Rechten reden eingehen, näher eingehen, deren Ansatz. Würde ich auch interessant finden, weil wie gesagt, das Buch mit linken Leben, das ist schon eher für eher für die rechte In-Group, während mit rechten Reden, da profitieren doch mehr Leute von beim Lesen. Ja. Und ich denke, das werden auch viele Rechte gelesen haben, viele Linke hat sie auch verärgert, dieses Buch. Das muss man vielleicht dazu sagen, da gab es ja auch harsche Kritiken. Ah, hast du ein bisschen von der Rezeption mitbekommen? Ich habe ein wenig davon so mitbekommen, so auf Facebook am Rande. Oder bei 54 oder 45 Books, dort ist auch eine Kritik von dem Matthias Varkus, die ich auch nicht besonders, weil sie auch sehr ins Persönliche eigentlich geht. Da teile ich viele Aspekte daran nicht. Also deswegen, also gerade aus der Linken, ich glaube, der Leo Fischer von der passenderweise vom Neuen Deutschland hat er dafür auch dagegen eine Kritik geschrieben. Also da ist schon sehr viel Ablehnung. Wahrscheinlich gerade weil sie eben nicht diese, weil das Buch eben genau nicht diese Frontstellung aufmacht. Und das ist eigentlich das, was ich an dem Buch so ungeheuer schätze, dass auch ich als Nicht-Leo-Fischer-Linker und diese Typen dort sagen kann, ja, das ist ein Weg, den man mitgehen kann, auch vor allem, weil es um die Argumentationsstruktur geht. Also dieses Buch tritt im Grunde einen Schritt weit zurück hinter die Diskurse und schaut drauf, wie diese Diskurse funktionieren. Und das macht es sehr viel spannender als mit linken Leben. Ja. Das wäre so mein Fazit. Genau. Also ich würde dir da auch zustimmen, da werden also nicht diese Mauern künstlich hochgezogen oder noch höher gezogen oder verstärkt. Es ist sogar, wird hier auf Seite 31 gesagt, und wir hätten im Grunde genommen auch nichts gegen Rechte, wenn sie uns nicht andauernd sagen würden, was uns antreibt und wer wir sind. Also die Autoren werfen den Rechten vor, dass sozusagen ihre Kritiker, also die Kritiker der Rechten, immer die Linksextremen, die Gutmenschen sind und eben nicht auch eine Vielfalt von ideologischen Hintergründen haben, wie wir das eben gesagt haben, konservativ, grün oder eben libertär vielleicht. Mhm. Das fand ich aber interessant, dass das in dem anderen Buch mit linken Leben also genauso gesagt wird. Ja, die Linken oder die anderen schreiben uns immer zu, was wir eigentlich sind. Also wir, wenn wir uns zum Beispiel gegen offene Grenzen aussprechen, dann sind wir nicht nur rechts, sondern rechtspopulistisch, rechtsradikal, Nazi, so. Und dagegen wollen wir uns wehren. Und das finde ich jetzt hier genau wieder. Das fand ich sehr interessant. Da scheint also irgendwie auch ein Bedürfnis zu sein, von anderen nicht dauernd in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Genau. Ganz, ganz genau. Das war, fand ich auch für mich so einen ganz wesentlichen Aspekt, dass jemand, der die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel kritisiert oder der grundsätzlich offene Grenzen problematisch findet, ist erstmal per se kein Rechter. Und wer im Islam einige Probleme sieht, die es da gibt, ist auch kein Rechter deswegen und auch nicht islamophob. Und dieses Geschütz wurde doch in vielen Diskursen viel zu sehr aufgefahren. Man denke an die Kritik gegenüber
Rüdiger Safranski oder auch Peter Sloterdijk, ja. die nun ausgewiesenermaßen keine Rechtsextremen oder Rechtsradikalen sind. Das ist nicht das Fahrwasser von jemandem wie Götz Kubitschek. Und, das hat das Buch eigentlich ganz gut. Das haben beide eigentlich, aber die mit rechten Reden eben noch sehr viel deutlicher eigentlich klar gemacht, dass eben diese, genau diese Moralisierung, dieser moralisierende Muff in den Diskursen endlich mal rausgefegt und rausgeblasen ja, wird. Ja, ein ganz und tolles... Ja. Ja, und in dem Sinne fand ich das, das Buch eben sehr wichtig und das hat schildert es und macht es auch mit einem gewissen Witz. Ich muss es zugeben, am Anfang war ich von diesem Witz ein wenig genervt und dachte, ach Gott, was ist denn das? Ich habe dann auch noch hinten angefangen, dann mit dem Seeräuber-Beispiel und dachte, das ist ja ein blöder Scheiß. Aber dann habe ich weitergelesen und von vorne eben gelesen, wie man es ja auch macht eigentlich. Und dachte, nee, das funktioniert eigentlich ganz gut. Die versuchen das auf zwei Ebenen. Einmal auf so einer argumentativen, logischen Ebene und einmal auf einer erzählerischen, spielerischen Ebene. Und das passt im Gesamtkonzept ganz gut zusammen, um sozusagen quasi wie eine Erzählung auch mal die Verhaltensweisen der Linken vorzuführen. Ob das nun literarisch und 1a gelungen ist, da kann man jetzt nicht lange drüber streiten, aber bei so einem Leitfaden geht es da auch nicht darum, das ist kein Stück Literatur. Ja. Und diese Theaterszene da, wo die Linke da eben so als eine seltsame Figur in so einem Wuschelpelz dort gekleidet dargestellt wurde, das war eigentlich eine ganz, wirklich ganz lustige und auch passende Geschichte. Und in diesem Zusammenhang, das gefiel mir schon kompositorisch, war das geschickt gelöst. Mhm. Also zum Moralismus noch eben, weil du das schon angesprochen hast, fand ich ein sehr schönes Zitat auf der Seite 36 unten. Der Moralismus ist der Teil, den unsere Seite zum Problem beigetragen hat. Also unsere, die nicht rechte Seite, die Moralisierung, also alles wird, ja, wie Gehlen sagen würde, Arnold Gehlen, in eine Art Hypermoral genau. genommen. Das ist ja auch das, was man dann dem Gutmenschen vorwirft. Ja. Alles wird direkt auf die moralische Waagschale geworfen und dann wird ja auch dem Gegner gar kein moralisches Wesen, moralisch einwandfreies Wesen mehr zugestanden und dann kann man sich natürlich auch nicht mehr wehren mit Argumenten und ich finde das sehr schön, dass sie das auch eben als das, was die Seite jetzt falsch gemacht hat, ja, zugeben oder identifizieren. Ja, also ich hätte auch noch ein Zitat, wenn ich es vielleicht vorlesen darf oder kann. Ja. Kann, tue ich es ganz bestimmt. auf der Seite 37 unten. Sobald der Moralismus aber rechtes Gedankengut wittert, schlägt er Alarm. Und das tut er auf zwei Weisen, je nachdem, in welcher Form es erscheint. Tritt es selbstbewusst und angriffslustig auf, skandiert er die Stärke als Gefahr, skandalisiert, auf die er rigoros mit Ausschluss reagiert. Ja. Menschenfeindliche Ideologie dürfe nicht dadurch salonfähig gemacht werden, dass man sie normalisiert, heißt es dann. Darum sei es am besten, wenn sie gar nicht erst zu Wort käme und weiterhin unsagbar bliebe. Als ob die Demokratie ein Salon wäre. Als ob Sätze allein dadurch gelten, dass irgendjemand sie äußert, als ob das Sagbare eine Erlaubnis bräuchte. Und das finde ich eigentlich ganz zentral, dass sie eben dieses Buch auf eine Streitkultur abhebt, dass wir hier nicht in einem friedlichen, netten Salon sind oder irgendwo in einer Wohnstube, wo es alles behaglich eingerichtet sein muss, sondern die Öffentlichkeit, der öffentliche Diskurs, das ist Streit und den muss man auch aushalten. Man muss auch einen Götz Kubitschek aushalten. Ja, und das ist ja zum Beispiel, was die Amadeo Antonio Stiftung auf der Frankfurter Buchmesse ja sozusagen verweigert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die haben gesagt, okay, die Rechten, also der Antaios Verlag zum Beispiel, die wollen mit uns reden, aber wir werden nicht mit denen reden und zwar, und genau mit der Begründung, wir wollen ihnen keine Bühne geben, wir wollen sie nicht normalisieren, nicht salonfähig machen. Und ja, ich meine, ich finde, man macht sich da schon immer... stellt sich auf eine schwache Seite, wenn man diesen Dialog verweigert. Also niemand ist gezwungen, jetzt mit irgendwem zu reden, aber gerade so eine Institution wie die Amadeo Antonio Stiftung hätte doch die Leute, das Material, die Argumente, um was dagegen zu halten, auch auf einer offenen Bühne. So ist es. Sollte es zumindest haben. Das ist, wäre schön, dass sie dort die Leute auch mit genau Argumenten bestücken können. Und die Bühne für diese Verlage, für diese Leute, die ist doch sowieso schon da.
Also, und es ist doch hier nicht, dass wir hier einfach krude Holocaust-Leugner haben. Gibt es natürlich auch in dieser Szene oder merkwürdige Sätze, aber die muss man dann einfach mal beim Wort nehmen und die Leute auch bei ihrem Wort packen und entlarven. Das halte ich auch für möglich. Und das halte ich auch so für möglich, dass es ohne Geschrei abgeht, wie man das aus deutschen Talkshows kennt. Das ist ja auch so eine Sache. Diese Aufhysterisierung, das ist ja eigentlich nichts Neues. Das haben wir, seit wir Sabine Christiansen haben, die Leute fallen sich ins Wort und schreien und kreischen rum in Diskussionen. Also auch das ist ja gar nicht so neu, wie es manche von der Linken behaupten und sagen, das ist eine grausliche Gesprächskultur plötzlich eingezogen. Nein, die war im Fernsehen, in den Talkshows schon lange da. Und ich denke, wer da nicht die rhetorischen Waffen in der Hand hat, um diesen Rechten zu begegnen, der hat verloren. Und deswegen steht diese Linke auch, so diese kulturalistische Linke, auch auf so einem hilflosen Posten. Und aus dem Grund wird sie sicherlich auch in dem Buch mit rechten Redner in dieser Theaterszene als etwas luschige und ja, bedeutungslose Figur gezeichnet. Und das auch ganz zu Recht. Du hast jetzt auch gerade schon dieses Verb entlarven benutzt. Auch jemand, Taneri im Chat, schreibt das gerade: entlarven, oh Mann. Das ist auch was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten, dass auf beiden Seiten immer eben, aber vor allem in der Kritik an, jetzt in Anführungsstrichen, rechtem Gedankengut es immer darum geht, es als unmenschlich, als menschenfeindlich, als undemokratisch zu entlarven, obwohl es selber sich natürlich um diese Worte herumwindet, also natürlich niemals sagt, wir wollen ein neues drittes Reich oder sonst was, vielleicht aus einer Taktik herum, was aber natürlich genau das Problem macht, dass jemand, der es ernst meint mit dem, was er sagt, immer dahin getrieben werden kann oder so dargestellt werden kann, ah ja, aber eigentlich meinst du das. Ja, du sagst das nicht, aber wir wissen, dass du das sagst. Und auf Seite 27 mit rechten Reden gibt es eine schöne Stelle, fand ich, wo die Autoren sagen, also einerseits hoffen die Rechten darauf oder manche Rechte darauf, dass wir sie tatsächlich für das halten, wofür sie sich ausgeben. Das fänden sie nämlich schön. Und zwar, wenn wir sie als unbestechliche Avantgarde eines heimatlos gewordenen Konservatismus bezeichnen würden. Das aber würde sie harmloser machen, als sie sind. Also wenn wir sie einfach nur für das nehmen, was sie, wie sie sich selber sehen. Und da ist dann dieser Entlarvungstopos schon wieder dahinter. Andererseits, sagen die Autoren, ist es nicht weniger falsch, die Rechten einfach nur auf das zu reduzieren, was sie uns auf den ersten Blick erscheinen mögen. Und das ist ja nun wirklich oft, ne? Man sieht ein Buch aus dem Antaios Verlag oder jemand hat eine Tasche aus Schnellroda dabei, dann sagt man gefährliche Bürger, Verfassungsfeinde, Faschisten oder Nazis. Denn statt der offenen Feindschaft zu unserer Staatsordnung setzen sie längst auf subtilere, viel schwerer zu greifende Methoden. Nein, allein über die Inhalte kriegt man die Rechten nicht. Entweder man verharmlost sie als Sekte schrulliger Modernitätsverweigerer oder man dämonisiert sie als Untote aus dunkler Vergangenheit. Und das finde ich richtig gut, dass es zwischen diesen beiden Polen ja eigentlich nur geht, immer hin und her, ins Extrem. Und die Autoren sagen, naja, beides verfehlt den Kern der Rechten und sie spielen ein Spiel mit uns. Wie hast du dieses Sprachspiel, das rechte Sprachspiel aufgenommen, das die Autoren ihnen ja unterstellen? Also einerseits diesen Aufbau des Feindschemas, das gibt es natürlich auch bei der Linken. Das ist auch ein linkes Sprachspiel. Rechtes Reden ist immer polemisch, schreiben sie hier dann auf Seite 28, das ist richtig. Also ich würde auch diese Figur des Sprachspiels durchaus teilen. Das ist interessant, weil man durch diese Form der Analyse auch wieder einen Schritt hinter die unmittelbaren Diskurse oder vor die unmittelbaren Diskurse tritt, um zu schauen, was da eigentlich abgeht. Und ich glaube, das Wesentliche im rechten Sprachspiel ist die Universalisierung von eigentlich partikularen Dingen oder Aspekten und die Naturalisierung oder Anthropologisierung eines Wesens Mensch, eines Menschenwesens. Und da liegt eben ein ganz dickes, fettes Problem, was die Rechten eigentlich argumentativ haben. Und darauf weist dann ja auch dieses Buch ganz zu Recht hin. Und daran macht mit rechten Reden eben auch wesentlich dieses rechte Sprachspiel
fällt sozusagen so ein naturalistischer Essentialismus, eine Anthropologisierung von eigentlich gesellschaftlich gemachten Phänomenen. Die Familie ist nicht per se Familie immer schon als Familie. Und wer je Luhmanns Liebe als Passion gelesen hat, wird schnell sehen, dass der Liebesbegriff im Lauf der Geschichte sich ungeheuer transformiert hat und Wandlungen unterzogen ist. Und da liegt eben ein ganz wesentliches Problem im rechten Diskurs. Und das bezeichnen die Autoren des Buches eben als dieses rechte Sprachspiel, diese Naturalisierung. Ja. Ja, oder auch die Geschlechterrollen, ne, die eben als natürlich dargestellt werden, und die Linken oder die Nicht-Rechten sagen, es sind eher Konstrukte und sie sind veränderbar, je nach Gesellschaft. Ist es dann aber nicht so, um vielleicht mal zu einer, auf eine andere Ebene der Kritik jetzt zu kommen, dass man, wenn man sagt, es gibt nichts Naturalistisches, es ist, also ich übertreibe jetzt oder baue diesen Strohmann hier auf, es ist alles gesellschaftlich konstruiert. Ja, wenn alles gesellschaftlich konstruiert sind, also auch unsere Geschlechterrollen, auch die familiäre Struktur, dann ist eben auch alles änderbar durch menschliche Macht, durch staatliche Macht. Und es gibt auch keine Orientierung, was gut ist, was dem Menschen angemessen ist, dem menschlichen Leben, sondern es ist, ja, ich höre da dann den kleinen Marx aus mir sprechen, ja, das ist irgendwie alles, wird über den Haufen geworfen. Naja, also, das ist ein weites Feld sozusagen. Ja. Ich würde es eben nicht in diese Entweder-Oder-Logik hängen. Natürlich gibt es im Menschen biologische Funktionen und das Geschlecht ist eine biologische Tatsache, die erstmal qua biologischen Begriffen auch beschreibbar ist, und dass es dort auch andere Formen des Geschlechts oder Intersexualität gibt, das steht ja gar nicht außer Frage. Dass es Zwitter oder hermaphroditische Menschen gibt. Ja. Aber gut, was leitet man daraus ab? Das ist die Extreme, eben wie es bei Butler ist, das Geschlecht als reines Konstrukt. Das halte ich, da kann man auch Argumente gegenbringen, aber das halte ich schon für problematisch. Aber es hängen eben auch am Ideenhimmel eben nicht die ewig festen Werte, wie Familie auszusehen. Eine Familie, um eine Familie zu gründen, das beschreibt der Hegel eigentlich auch ganz gut in seiner Rechtsphilosophie, dass es eigentlich erst in der bürgerlichen Gesellschaft sich dieses Familienmodell so und so entfalten konnte. In vorigen Gesellschaften, im mittelalterlichen oder antiken, war es ein ganz anderes, ein Oikos-Haushaltsmodell, was auch auf die Politik wieder übertragen wurde. Also da wird natürlich wohl jeder sagen, dass da ein Wandel auch stattgefunden hat. Ne? Ja, ja. Ja, wenn wir jetzt mal noch mit Rechten reden, wenn wir das Buch nehmen, also würdest du schon ein Fazit ziehen wollen? Also vor allem auch, was so den Ausblick angeht, ist es eher ein versöhnliches Buch? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die beiden Lager diskursiv zusammenzubringen? Oder also ist es ein Versuch, das zu tun? Also versöhnlich ist das Buch auf gar keinen Fall. Ich denke, das Buch will die Menschen in die Arena bringen. Und das halte ich für das Gute an dem Buch. Und die Arena ist ein Streitplatz, nicht mit Schwertern, sondern mit Worten. Das ist der Marktplatz in der, die Agora in der griechischen Polis. Und das können wir natürlich so nicht mehr nachmachen. Wir sind keine Griechen mehr, das wusste selbst Hegel schon. Aber man kann diese Streitkultur beleben, ohne Schreierei, sondern mit Argumenten. Und ich glaube, darauf will das Buch abzielen. Und das finde ich an diesem Buch angenehm, erfrischend und gut. Es halten ja nun viele, gerade dem Daniel Pascal Zorn, da immer einiges vor, was Diskussionskultur betrifft. Aber ich denke, da muss man einfach das Private auch von dem Buch trennen. Und da halte ich es dann für falsch, private Abrechnungen in eine Rezension zu verpacken. Das ist schlechter Stil. Ja. Und ich würde dieses Buch Ganzen, es ist ein Leitfaden, es ist jetzt auch nicht so unendlich dick, es will nicht auch kein Lehrbuch sein, sondern einfach eine
kleine Anleitung, mal seine Blickrichtung zu ändern. Und daran ist es eben auch eine ganz pädagogische oder sozusagen sokratische Angelegenheit, diesen Diskurs doch mal von einem anderen Blickwinkel aus anzugehen. Und darin ist das Buch erfrischend. Das sehe ich auch so. Vor allem, wenn man das ernst nimmt, nimmt man ja auch dem Gegner den Wind aus den Segeln, der sich direkt in eine Opferpose auch stellen will. Mit mir redet keiner, wie jeder verweigert den Diskurs, weil sie wahrscheinlich Angst haben. Also das ist dann der Topos. Oder wenn sie mit mir reden, dann müssen sie mich diffamieren, weil sie keine Argumente haben. Und die Autoren hier, Steinbeiß-Zorn und Leo, die stellen ab Seite 14 so eine Punkteliste auf, 25 goldene Regeln. Und da sind wirklich, wenn man die sich mal zu Herzen nimmt, interessante Punkte drin. Achte deinen Gegner. Der andere könnte recht haben. Mhm. Misstraue deinen moralischen Reflexen. Das ist schon, also wenn man das wirklich ernst nimmt, ich weiß ja nicht, ne, inwiefern ist das nur Lippenbekenntnis, das muss dann jeder für sich selbst beantworten, aber genau. Dann kann man wirklich, und Punkt 17 ist, vermeide das Wort Nazi. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung unseres gesellschaftlichen Diskurses momentan, weil wir das nur so, weil wir die echten Nazis verharmlosen dadurch und weil wir alle anderen geradezu in so eine Richtung treiben, die sagen, ach so, nur weil ich dies und das kritisiere, bin ich jetzt ein Nazi? Okay, gut, dann nenne ich mich jetzt als Nazi. Ne? Also jetzt übertrieben gesagt. Ja, Lars. Ja. Dann können wir für heute zumindest, ich weiß nicht, beide Bücher empfehlen. Also das andere mit linken Leben ist sicher polemisch, es ist polemisch gemeint und da sind witzige Sachen drin, fand ich. Mhm. Ich fand das, also das aus dem Antaios Verlag, auch ich habe das gerne gelesen, weil da witzige Sachen drin sind, aber es ist natürlich viel polemischer und nicht so auf die, es geht auch nicht auf die Argumentationsstruktur oder Argumentationsweisen ein, wie man redet. Es heißt ja eben auch mit linken Leben und das mit rechten Reden, da geht es vor allem um das Argumentieren. Also ein Aspekt vielleicht bei mit linken Leben, das fand ich noch ganz interessant, wie gerade die Caroline Sommerfeld das eben beschrieb, wie man eigentlich mit umgeht, wenn der eigene Partner oder im intimen Nahbereich sozusagen aus dem politisch anderen Lager kommt. Das fand ich eigentlich so eine der interessantesten Stellen in dem Buch, wie man das eigentlich handelt. Denn die Sommerfeld ist ja mit dem Helmut Lehten zusammen und der nun doch eher aus dem linken Lager kommt. Ach, das wusste ich gar nicht, ja. Und die da ihren Alltag handhaben und handeln, das finde ich schon ganz spannend. Und da hätte ich sicherlich gerne mehr erfahren, was sozusagen da die Strategien eigentlich sind. Mhm. Also da fand ich das Buch tatsächlich, da wurde es dann mal richtig auch plastisch anschaulich, bisschen auch weg von der Polemik nur, die ja das Buch auf alle Fälle hat und auch manchmal auch ganz interessant sogar hat. Mhm. Ja. Lars, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht und auch den Zuschauern sage ich vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr auch im Chat so aktiv dabei wart. Das war's für heute auf Kaiser TV und Lars, ich denke, das machen wir nochmal mit ein paar anderen Büchern, oder? Ja, sehr gerne. Dann über den Chrome-Browser vielleicht, was etwas besser klappt und das würde ich sehr schön finden. Hat mir auch großen Spaß gemacht, hier sozusagen, vor meiner Bücherwand zu sprechen, obwohl keiner da ist, doch. Die sieht keiner, ja. Genau. War eine Radiosendung heute. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.